Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Sportwelt, Ihrem Fitnesspartner aus Hildesheim. Heute zu Gast beim VfL 6TV Murat Salah. Murat, eben ist das Spiel zu Ende gegangen in Holthauser Biene. Unglücklich 2:0 verloren. Dein Eindruck vom Spiel? Wir haben eigentlich relativ gut begonnen, haben dann leider Gottes nur früher ein Tor reinbekommen und das hat uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotz alledem haben wir weiter Fußball gespielt und ich muss die Mannschaft wirklich loben, weil wir versucht haben, weiterhin auch normal, schön ansehnlich im Fußball zu spielen. Aber trotz dessen muss man sagen, dass das Ergebnis absolut in Ordnung war. Es hätte höher ausfallen können. Wir haben keine Torchancen gehabt. Spielerisch war es okay, aber trotz all dem hat die Durchschlagskraft gefehlt. Und man muss jetzt weiter gucken. Man hat hier 3 Punkte liegen lassen. Meines Erachtens 2000 Biene verdient gewonnen. In der 10. Minute muss Marco Menneking, der Kapitän, verletzt ausgewechselt werden. 3 Minuten später fällt das Tor über die Seite, wo Marco gespielt hat. Konnte man da eine gewisse Verunsicherung spüren oder kann man darauf das Tor nicht begründen? Nein, das war in dem Augenblick war es einfach ein Abstimmungsproblem, denke ich mal, beim 1-0. Aber grundsätzlich wünsche ich Menneking eine gute Besserung und dass er wieder schnell fit wird, weil wir brauchen eine ganz andere Mannschaft, weil er wirklich eine tragende Säule bei uns im Team ist. Das sollte schon gewesen sein. Alles klar.